Es war einmal für lange, lange Zeit ein Mädchen, das den Namen Rotkäppchen trug. Rotkäppchen wohnte am Rande von die Stadt Berlin. Auf einen Tag sagte ihr Vater gegen Rotkäppchen: Rotkäppchen, deine Oma ist in die Probleme. Ihre Kombi-Magnetron ist kaputt. Du sollst jetzt unsere Kombi-Magnetron zu ihr bringen, sonst wird deine Oma verhungern. Du musst durch den Industriepark laufen. Also fing Rotkäppchen an. Sie könnte den Kombi-Magnetron fast nicht tragen, weil er so schwer war. Wenn sie fast halbwegs war, hörte sie eine Stimme in einer verlassenen Gasse. Die Stimme war an sie gerichtet. Die Stimme kam von einem Mann in einer langen, leeren Jacke, die gegen einen schwarzen Busch anstand. Der Mann frug Rotkäppchen: Hallo Mädchen, was machst du denn mit so einem großen, schweren Kombi-Magnetron? Rotkäppchen antwortete: Das ist ein Kombi-Magnetron für meine Oma. Ohne den kann meine Oma keine Mahlzeit aufwärmen und dann wird sie verhungern. Der Mann sagte darauf gegen Rotkäppchen: Ist der Kombi-Magnetron nicht viel zu schwer für dich? Soll ich dich mit meinem Bus zu deiner Oma bringen? Rotkäppchen antwortete: Danke für das Angebot, aber ich darf von meiner Mutter nicht in einem schwarzen Bus einsteigen mit einem Mann mit einer langen Jacke. Der Mann antwortete: Ach, wie schade. Viel Glück mit dem schweren Kombi-Magnetron. Nach ungefähr 5 Kilometer erreichte Rotkäppchen ihre Oma. Die Tür war schon auf, also brauchte Rotkäppchen nicht anzurufen. Sie lief nach drinnen und sah ihre Oma auf die Couch sitzen. Hallo Oma, sagte Rotkäppchen müde nach dem langen Weg mit dem Kombi-Magnetron. Ich habe einen neuen Kombi-Magnetron für Sie mitgenommen. Rotkäppchen sehte nochmal gut her zu ihrer Oma und stellte die Frage: Oma, wieso haben Sie so eine lange leere Jacke an? Darauf antwortet Oma: Das ist, um mich warm zu halten, mein Kind. Und wieso haben Sie eine Brücke auf, Oma? Das ist, weil ich glatzköpfig werde. Nachdem sie so viele Fragen gefragt hatte, würde Rotkäppchen auf einmal gegriffen und würde sie mitgenommen nach einem schwarzen Bus hinter dem Haus von ihrer Oma. Der Mann in der leeren Jacke hatte sich verkleidet wie die Oma von Rotkäppchen und ihre Oma festgebunden und hinter in den Bus geworfen. Aber da war immer noch Hoffnung. Die Polizei war schon unterwegs nach dem Bus, um Rotkäppchen und ihre Oma zu befreien. Bei dem Bus angekommen, werden Rotkäppchen und ihre Oma befreit und der Mann wurde arrestiert. Und wenn sie jetzt noch nicht verstorben sind, dann leben sie mit einem neuen Kombi-Magnetron.